den ab? Was? Hallo? Ich will shoppen. Gib mir. Mann. So. Vielleicht geht's ja jetzt. Gib mir Pokebälle. Fass ich ja nicht. Ich muss Tränke kaufen. Man weiß nie, wann ein Pokémon schnell geheilt werden muss. Ja, schön. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Wie schön, dass ich nichts davon kaufen kann. Bin ich hier der Paketservice? Ich habe auch groß DHL auf meinem Hut stehen. Puh, ich versuche meine Notizen auswendig zu lernen. Okay, lies sorgfältig den Text auf der Tafel. Die Tafel zeigt Statuswechsel der Pokémon während des Kampfes an. Welches Thema möchtest du lesen? Da ich jetzt alle weiß, werde ich sie nur kurz erläutern. Das hier ist SLF für Schlafen, GIF für Gift, PA für Paralyse, BRT für Brennend und GFR für Gefroren. Alles recht praktisch. Nur das da ist ein bisschen nervig, aber sonst eigentlich nicht schlimm. So. Kann mich mal... Was ist da? Ey. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Du kannst hier nicht durch. Das ist ein Privatgelände. Spielt hier Opa da Fleckmon oder was? Okay. Mein Papa mag Pokémon auch sehr gerne. Es macht Spaß, sich Spitznamen auszudenken, aber es erfordert viel Einfallsreichtum. Einfache Namen kann man sich leichter merken. Ja. Siehste mal. Komm, mit dir rede ich auch mal. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann. Nicht wahr? Ich habe nur einen Pokéball. Bring ich mal dann das Päckchen zurück. Das dürfte ja eigentlich relativ easy gehen. So. Aber wie gerne hätte ich mir das jetzt gefangen. Ein schönes Taubsi. Egelsam! Was? Ausgewichen! Ja, so siehst du auch aus. Egelsam! Wurde bepflanzt. Mutiere zum wandelnden Gemüse. Tackle! Wuhu! Immer nur eins dazu, Mann, das gibt's doch gar nicht. Tackle! Also jetzt habe ich gerade gar kein Glück. Ich schlürfe deine HP auf. Oh yeah. Naja. So. Wir sind wieder da. Heimat. Trautes Heim, Glück allein. Erstmal bringe ich dem Typen die Bestellung. So. Hallo Alexis, wie geht es deinem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst als Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich? Ich übergebe das Paket. Bitte nur eine Unterschrift, genau da. Ah, auf diesem Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank, Gary Opa. Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Duden 2.0.
Professor Eich, Alexis, Gary. Diese beiden sind für euch. Wuhu! Es reicht nicht, Pokémon zu sehen, um detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. 5 Pokébälle. Na geht doch. Tauscht ein wildes Pokémon. Ne, taucht. Tauscht. Ja. Musst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell. Man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Das war immer mein Traum. Aber ich bin zu alt. Ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Pokémon. Gary, alles klar, Opa. Überlass es ruhig mir. Alexis, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und dir soll sie keine geben, Alex. Was? Höre ich da das Wort Karte? Da hüpfe ich doch mal gleich hin. Bin ich doch direkt hinterher. So. Zack. Opa hat dich um einen Botengang gebeten. Hier, das wird dir weiterhelfen. Dankeschön. Packt Karte in die Basis-Item-Tasche. So. Hätten wir das schon mal. So, gehen wir auch mal hier hin. Was haben wir hier? Mutter, Alex, du sollst eine kurze Pause einlegen. Ah, so eine Art Heilung. Und ich ändere mal ganz kurz die Standform meines Mikros. Das geht gerade gar nicht. Moment. Es könnte vielleicht was rascheln. So. So. So ist das Ganze doch schon viel angenehmer für mich. Ich hoffe, man hört mich jetzt auch wahrscheinlich wird besser. Es ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch, aber egal. So. Zack. Mal schnell uff gemacht. Alles wieder voll. Jetzt fangen wir uns... Ups, falscher Knopf. Jetzt fangen wir uns erstmal ein Taubsi, würde ich sagen. Und machen daraus dann später ein Tauboss. Es muss aber auch stark sein. So ein schönes Level 4er wäre ganz schön. Ach, oder? Komm. Wage es dich hier. Bam. So, Beutel. Pokéball, Feuer. Boing. Zack. Toll, Taubsi wurde gefangen. Das ist very nice. Taubsi, Kleinvogel, es verschmäht den Kampf und verbirgt sich daher gerne im hohen Gras, wo es nach der Nahrung in Form von kleinen Käfern Ausschau hält. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Nein. So, ich heile mal schnell mein... das Kleinvieh. Ratzfratz will ich jetzt nicht. Oder Ratfratz. So, da tau ich um. Komm her. Bam. Das macht dich kaputt. Lol. Das macht mich kaputt. Zack. Gib uns die IP her und schweig. So schweige still. So. Und mal wieder eine kurze Pause einlegen. Wir sind so weit gegangen, wir brauchen wieder eine Pause. Ja, und ich werde wieder angeschrieben. Tolles Timing. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Mach ich. So. Lalala. So, jetzt mache ich nur noch mein Bisasam auf Stufe 8 und dann kommt mein Taubsi schon dran. Level 2, gut, okay, das dürfte eigentlich relativ fix vonstatten gehen.
So. Da werde ich Taubsi jetzt gleich noch ein bisschen trainieren, bis es Stufe 6 ist. Dann hat sich das Ganze auch in dem Punkto. So. Noch ein Taubsi. Level 3. So. Deckel. Chabam. Attacke ging daneben. Pech gehabt. Nein! Das ist wirklich immer ärgerlich. Friss das. Friss das. So. So gebet mir ein Level ab. Bin ich hier oben schon Nee, komm. So. Erstmal Pause hier. Zumindest für den. Jetzt wird trainiert. So. Weder das Level 4. Das trifft sich übrigens gut, dass das Level 2 ist. Wuhu, Tackle. Chabam. Tackle. Wuhu. Au. Tackle. Friss das. Ich glaube, ich muss mal eben zum Pokémon Center. Das könnte wahrscheinlich doch was länger dauern, das Vieh zu trainieren. Aber Taboss ist stark. Später, es wird sich lohnen. Da glaube ich ganz fest dran. Oder ich hoffe es zumindest. Aber normal war es auch immer eins der stärksten Flug-Pokémon. Neben diesen legendären. So. Trainieren wir nochmal was. Ratzfratz. So. Nochmal das Ganze von vorne. Oh oh. Verteidigung sind. So. Watanga. Nein! LOL! Wechseln! Das ist gar nicht gut. Hat das Vieh mich fast mit einem Schlag erledigt. So. Auszeit hier. Das könnte noch hart werden. Das könnte richtig haarig werden. Da tut man nicht alles. War ein gutes Pokémon. So, nochmal das ganze Spiel. Und wehe, jetzt kommt das ganze Spiel schon wieder von vorne. Hoppa. Zack. Ja, wieder ein Ratzfratz. Scheiße, komm, das schaffst du. Ja, genau! Ich glaube, es hackt hier. Habe ich noch... Einen Trank will ich dafür jetzt nicht opfern. Komm, nochmal wechseln. Mann, ist das schwach, ey. Das gibt's doch gar nicht. Kann man so schwach sein? Komm. Ich mach dich kalt. Chabam. Taubsi erreicht Level 4. So. Jetzt wieder zurück.